Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie heute zu unserer Einheit 14 in der Vorlesung Kapitalgesellschaftsrecht begrüßen. Wir starten heute in unseren letzten thematischen Block, nämlich den Block Investor Ownership. Was hat es mit dem Investor Ownership als englischen Begriff auf sich? Wir können ihn, und das ist wie häufig so bei englischen Begriffen, wir können ihn nicht ganz wörtlich ins Deutsche übersetzen. Wenn wir das täten, würde er heißen wahrscheinlich Kapitalgeber als Eigentümer der Gesellschaft. Das kommt dem wohl am nächsten und wir werden uns dem thematisch heute in zwei Schritten nähern, nämlich einmal werden wir behandeln nach einer kurzen Einführung die Mitverwaltungsrechte. Sie stehen im Fokus. Darüber hinaus, wenn wir das Thema Investor Ownership betrachten, würden wir kommen auf die Vermögensrechte, die auch der Eigentümerstellung der Gesellschaft dazugerechnet werden, also vor allem die Beteiligung am laufenden Gewinn, die wir in den Einheiten 3 und 4 behandelt haben, sowie das Recht auf eine Beteiligung am Liquidationsüberschuss. Lassen Sie uns aber zunächst einmal klären, was heißt jetzt eigentlich dieser schillernde Begriff des Investor Ownership? Die Übersetzung, die ich Ihnen auf der ersten Folie gezeigt hatte, stammt eigentlich aus der Begründung des Aktiengesetzes von 1965, denn dort heißt es in einer berühmten Passage, die Aktionäre seien die Eigentümer der Gesellschaft. Diese Formulierung ist zwar schlagwortartig tauglich, allerdings ist sie unpräzise und eigentlich in der Sache auch wenig glücklich. Warum? Sie suggeriert eigentlich, dass die Aktionäre Eigentümer und damit Herren im Sinne einer leitenden Funktion haben, sodass sie quasi, wenn wir es bildlich sprechen würden, über den anderen Gesellschaftsorganen stehen. Das ist nach ständiger Rechtsprechung nicht nur des BGH, sondern auch des Bundesverfassungsgerichts nicht der Fall. Sie sind den anderen Organen, insbesondere der Aktiengesellschaft, dem Vorstand, der ja die Gesellschaft unter eigener Verantwortung leitet, nicht übergeordnet. Gemeint ist vielmehr etwas anderes, nämlich, dass die mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechte die Gesellschafter in eine eigentümerähnliche Position versetzen. Und diese mitgliedschaftlichen Rechte, um die wir uns in dieser und der nächsten Einheit kümmern wollen, sind in zwei Gruppen aufteilbar. Zum einen die Mitverwaltungsrechte, um die wir uns jetzt kümmern, insbesondere das Stimmrecht und die jeweilige zugehörige Haupt- oder Gesellschafterversammlung. Und auf der anderen Seite die Vermögensrechte, der Anspruch auf die Gewinnbeteiligung und den Liquidationsüberschuss. Wenn wir bei den Mitverwaltungsrechten einsteigen, gehen wir zunächst einmal davon aus, dass das Stimmrecht das klassische und stärkste Mitverwaltungsrecht ist. Es steht quasi im Zentrum unserer Betrachtung und darüber hinaus haben wir dann flankierende Rechte, die sicherstellen wollen, dass das Stimmrecht möglichst effektiv ausgeübt werden kann. Wir konzentrieren uns dabei heute auf 3 von 5 Bereiche. Die anderen 2 behandeln wir dann im Laufe der nächsten Woche. Heute geht es zunächst einmal um die Zuständigkeit der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, die Einberufung der jeweiligen Versammlung und dann um die Durchführung der Versammlung im Detail. Nächste Woche behandeln wir dann das Stimmrecht und die Informationspflichten und Informationsrechte, die zu seiner effektiven Wahrnehmung notwendig sind. Lassen Sie uns zunächst einmal im Punkt der Zuständigkeit beginnen mit dem Aktienrecht, denn hier finden wir typischerweise detailliertere Regelungen. An der Spitze der Regelung im Aktienrecht steht die Vorschrift des Paragraphen 118. Der Abschnitt ist mit der Hauptversammlung benannt und der Unterabschnitt Rechte der Hauptversammlung. Eigentlich beschäftigt er sich im 118 Absatz 1 Satz 1 zunächst einmal mit den Rechten der Aktionäre, denn es heißt, die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft in der Hauptversammlung aus, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. Das ist also quasi das organisationsrechtliche Setting. Es findet eine Zentralisation statt
auf die Hauptversammlung. Nur dort können die Rechte ausgeübt werden. Also typischerweise auch die Informationsrechte stehen den Gesellschaftern nur im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zu. Im Anschluss an den 118 finden wir dann im 119, welche Rechte die Hauptversammlung hat und damit das Eigentliche, was in diesem Unterabschnitt geregelt werden soll. Es heißt im 119 Absatz 1, wenn wir mal auf den Einleitungssatz schauen, die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz und in der Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen. Es geht uns also in erster Linie um die im Gesetz genannten Fälle, die dann danach präzisiert werden. Daneben wird die Satzung genannt als zweite Quelle der Zuständigkeit der Hauptversammlung und das ist allerdings bitte mit Vorsicht zu genießen. Warum? Weil wir im § 23 Absatz 5 eine gewisse Satzungsstrenge angeordnet haben. Denn es heißt im 23 Absatz 5, nochmal zur Erinnerung, die Satzung kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nur abweichen, wenn es ausdrücklich zugelassen ist. Ansonsten ist die Satzung zwingend. Sie kann also dann, abgesehen, wenn das Gesetz entgegensteht, kann sie keine Zuständigkeit begründen. Was ist allerdings möglich? Ergänzende Bestimmungen, 23 Absatz 5 Satz 2, ergänzende Bestimmungen der Satzung sind zulässig, es sei denn, dass das Gesetz eine abschließende Regelung enthält. Wenn wir das versuchen mit Beispielen zu füllen, erinnert Sie sich aus unserer Einheit 10, § 84 Absatz 1, wonach der Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands bestellt, also eine Satzungsregelung, die nun vorsehen würde, dass diese Aufgabe der Hauptversammlung zustehen soll, wäre mit 84.1.1 Aktiengesetz unvereinbar und weil die Vorschrift keine Öffnungsklausel enthält, nach 23 Absatz 5 Satz 1 nichtig und nicht zuständigkeitsbegründet. Anders wäre das hingegen, wenn wir eine ergänzende Regelung haben in der Satzung. Diese kann dann eine Zuständigkeit der Hauptversammlung begründen. Und ein Beispiel hierfür wäre dann eine Regelung über die Einsetzung eines Beirats. Nachdem wir uns den Einleitungssatz zum § 119 Absatz 1 Aktiengesetz angesehen haben, werfen wir als nächstes einen Blick auf die einzelnen Kompetenzen. Hierbei können wir zwei Gruppen unterscheiden. Das sind zum einen die laufenden Angelegenheiten, die geregelt sind, und zum anderen die sogenannten Grundlagenentscheidungen. Zu den laufenden Angelegenheiten gehören die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nach Nummer 1, die Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns, also diesen zu thesaurieren oder als Dividenden auszuschütten, nach der Nummer 2, die Entscheidung über das Vergütungssystem für Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats bei börsennotierten Gesellschaften nach der neu eingefügten Nummer 3 durch das ARUG 2 zum 1. Januar 2020. Die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Nummer 4. Und schließlich die Nummer 5, die Wahl des Abschlussprüfers, die durch den jüngsten Wirecard-Skandal sich wahrscheinlich inhaltlich demnächst ändern wird. Was Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten, obwohl der 119 im Einleitungssatz nicht mit einem insbesondere, sondern mit einem namentlich endet und deshalb eine grundsätzlich abschließende Aufzählung enthalten will, dass sie leider nicht abschließend ist, sondern Sie müssen auch noch die im Gesetz an anderer Stelle geregelten Kompetenzen hinzunehmen. Und dann ist es zum Beispiel auch noch bei den laufenden Angelegenheiten die Entscheidung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, 113 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz. Die zweite Gruppe neben den laufenden Angelegenheiten bilden dann die Grundlagenentscheidungen. Und dazu gehören dann vor allem die Satzungsänderungen nach Nummer 6, die Kapitalmaßnahmen, also der Kapitalbeschaffung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung nach Nummer 7 sowie die Auflösung als die ultimative Grundlagenentscheidung nach der Nummer 9. Auch hier gilt es wieder zu beachten, dass das kein abschließender Katalog ist, sondern wir an anderen Stellen außerhalb des 119 noch
weitere Grundlagenentscheidungen der Hauptversammlung zugewiesen haben. Zum Beispiel die Übertragung des gesamten Gesellschaftsvermögens in 179a Absatz 1 Aktiengesetz, den Abschluss des Unternehmensvertrags, den Squeeze-out sowie Maßnahmen der Umwandlung. Gemeinsam ist all diesen, die außerhalb jetzt geregelt sind, des 119, dass in diesem Fall der Beschluss der Hauptversammlung nicht lediglich eine gesellschaftsinterne Maßnahme ist, sondern dass er zusätzlich eine konstitutive Wirkung hat. Das heißt also, dass der jeweilige Maßnahme im Außenverhältnis erst wirksam wird, wenn es einen wirksamen Beschluss der Hauptversammlung gibt. Wir hatten gerade erwähnt, dass der Kompetenzkatalog des Paragraphen 119 Absatz 1 zwar grundsätzlich als abschließender gemeint ist, allerdings in dem Sinne, dass auch außerhalb der Nummern 1 bis 9 stehende im Gesetz verankerte Zuständigkeiten begründet sind. Wir kommen nun aber zu der Frage, ob es daneben ungeschriebene Kompetenzen gibt. Also ob dieser Katalog, der abschließend gemeint ist, doch nicht so abschließend ist, wie er im Gesetz steht. Diese Frage ist aufgetreten in den berühmten Entscheidungen Holzmüller und Gelatine 1 und 2. Und hat der BGH das ausgesprochen und die Literatur folgt dem ganz überwiegend, dass es in der Tat ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten gibt zum Schutz der Minderheitsgesellschafter. Wenn wir das begründen wollen, dann gibt es dafür drei Wege. In der Literatur werden zwei beschritten. Ursprünglich mal ist der Weg präferiert worden, dass nämlich das Ermessen des Vorstands, bestimmte Fragen der Geschäftsführung der Hauptversammlung vorzulegen, sich zu einer Pflicht verengt. Dieser Weg ist gangbar, allerdings etwas schwierig, weil er halt eben sich nur auf Fragen der Geschäftsführung bezieht und nicht eigentlich auf wirkliche Grundlagen. Das nächste, was dann überlegt worden ist, ist eine Gesamtanalogie zu bilden zu 179a Absatz 1 Satz 1 und zu den Zuständigkeiten im Umwandlungsrecht. Das erscheint allerdings thematisch zu eng auf die Übertragung von Vermögensgegenständen. Diesen Weg oder diese Einengung wollte der BGH nicht und plädiert deshalb seit Gelatine 2 für eine offene Rechtsfortbildung. Wann wird diese Frage relevant? In welche Konstellationen geht es, um die wir uns insbesondere über unterhalten? Es geht vor allem um zwei. Und zwar zum einen um den Erwerb und die Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung und zum anderen die Art der Veräußerung, also der gleichkommt, ist nämlich die Verlagerung wesentlicher Vermögenswerte der Gesellschaft auf eine andere Konzerngesellschaft. Es erscheint jetzt reichlich abstrakt und deshalb wollen wir das Ganze uns etwas näher anschauen mit einem Sachverhalt, angelehnt an die berühmte Holzmüller-Entscheidung aus dem 83. Band. Um was ging es dabei? Das Unternehmen der HAG bestand damals in der Vermittlung, Durchführung und Finanzierung von Holzgeschäften. Das war also in der Satzung angegeben und beschränkte den Vorstand in seiner Tätigkeit für die Gesellschaft. Nur in diesem Rahmen durfte gehandelt werden. Zur Abstimmung wurde nun in der Hauptversammlung eine Änderung des statutarischen Unternehmensgegenstands, also eine Satzungsänderung gestellt, in der es dann heißen sollte, auch, und es wird quasi dann angehängt an den Text, andere Unternehmen zu errichten und ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Gesellschaften zu überlassen. Wir nennen das Ganze eine Konzernklausel. Bisher, erster Bullet Point, war es so, dass nur die Holzmüller AG selbst das Zweck verfolgen konnte, durch Vermittlung, Durchführung und Finanzierung von Holzgeschäften. Jetzt wird es hier allerdings auch erlaubt, durch die Konzernklausel das Ganze zu tun unter Einschaltung anderer Gesellschaften. Die Hauptversammlung stimmte dem zu und was passierte dann nach der Hauptversammlung? Der Vorstand der HAG
hat den wertvollsten Teil des Unternehmens, wertvollsten deshalb, weil dieser ungefähr 90% zum Jahresüberschuss der HAG beigetragen hat, auf eine neu gegründete TAG übertragen, die allerdings nicht im Alleineigentum der HAG stand, sondern nur zu 60%. Und daran entzündete sich nun dieser Streit, denn es gab einen Minderheitsaktionär, der schon in der Hauptversammlung gegen die Satzungsänderung gestimmt hatte und nun der Meinung war, dass trotz geänderter Satzung der Vorstand diesen wertvollsten Vermögensgegenstand nicht einfach auf die TAG hätte übertragen können, sondern hierzu gesondert die Hauptversammlung hätte befragen müssen. Und daraus resultierte nun die Frage, muss die Hauptversammlung damit zustimmen, obwohl es keine geschriebene Kompetenz dafür gibt? Wenn wir uns mit dieser Frage jetzt beschäftigen, sollten wir zwei Überlegungen zunächst einmal vorab anstellen. Die dienen dazu, zu verstehen, was überhaupt diese Brisanz ausmacht. Denn mit der Übertragung des Vermögens, des Unternehmensteils auf die TAG werden wesentliche Entscheidungen eben über diesen Gegenstand der HAG entzogen. Warum? Denn wenn wir jetzt überlegen, dass die TAG beschließt, ihr gesamtes Vermögen oder diesen Teil ihres Betriebs wieder weiter zu veräußern, dann bedürfte sie dazu jedenfalls nicht mehr der Zustimmung der Hauptversammlung der HAG. Erforderlich und ausreichend wäre dann die Zustimmung der Hauptversammlung der TAG, wenn wir von einem Fall des 179a Absatz 1 Aktiengesetz ausgehen. Und in dieser Hauptversammlung würde dann eben der Vorstand der HAG die Stimmrechte, die der HAG zustehen, das wären 60% in unserem Beispielsfall, als Vertreter der HAG ausüben. Ein Gedanke irgendwie der Hauptversammlung der HAG, dass sie dem Vorstand Weisungen diesbezüglich erteilen können, ist allerdings wiederum ausgeschlossen. Zweite Vorüberlegung. Die HAG ist keine 100% Inhaber der TAG, sondern nur zu 60%. Das heißt also, wenn jetzt dieses übertragene Unternehmensteil den gleichen Gewinn erwirtschaftet wie vorher, dann partizipieren die Gesellschafter der HAG nicht mehr in vollem Umfang von diesem Gewinn, sondern nur noch in Höhe von 60%, weil nämlich nur noch insoweit eine Beteiligung an der Gesellschaft bestimmt. Das heißt also, sie verlieren nicht nur nach unserer Vorüberlegung 1 einen Einfluss im Sinne von Mitbestimmung, sondern sie verlieren auch noch nach der Vorüberlegung 2 ihre vermögensmäßige Beteiligung. Wie hat der BGH jetzt in dieser Situation entschieden? Er ist zunächst einmal sehr nachvollziehbar davon ausgegangen, dass wenn wir einen geschriebenen Katalog haben, dass dieser nur in engen Grenzen erweitert werden kann. Dass wir also nur in seltenen Ausnahmefällen ungeschriebene Kompetenzen der Hauptversammlung überhaupt haben. Und dann bestand die Schwierigkeit darin, quasi rechtsschöpfend diesen Zustand zu beschreiben, diese Situation, in der diese ungeschriebenen Mitwirkungsrechte bestehen. Und da hat der BGH zwei Kriterien entwickelt. Das eine ist, es muss eine Maßnahme sein, die an der Kernkompetenz der Hauptversammlung rührt, also einen Bezug auf die Verfassung der Gesellschaft hat. Und zum anderen muss sie Auswirkungen haben und Auswirkungen auf einen Zustand haben, der so intensiv ist, dass er normalerweise allein durch eine Satzungsänderung herbeigeführt werden kann. Und bei einer Satzungsänderung, erinnern Sie sich, 119 Absatz 1 Nummer 6, sie obliegen der Hauptversammlung. Wenn das der Fall ist, dann müsste die Hauptversammlung zustimmen. Jetzt werden Sie sagen, diese Kriterien lassen sich kaum subsumieren. Da haben Sie völlig recht, das hat der BGH auch festgestellt und hat es etwas griffiger gefasst. Er hat gesagt, der umstrukturierte Unternehmensanteil
müsse mindestens 75% des Gesellschaftsvermögens betragen oder in dieser Höhe zum Unternehmensergebnis beitragen. Das klingt auf den ersten Blick sehr präzise, aber Sie sehen schon an meiner Formulierung auf der Folie, der BGH bejaht dies regelmäßig, dass dies nicht das allein entscheidende Kriterium ist. Sie können sich natürlich auch immer fragen, in dieser Höhe zum Unternehmensergebnis beiträgt, da können Sie sich immer fragen, in welchen Jahren das eigentlich sein muss. Also Sie sehen, dass diese 75% eine Grenze sind, die wir allerdings nicht schematisch starr anwenden, sondern wertend anwenden. Wir machen keine rein quantitative Betrachtung, sondern berücksichtigen auch qualitative Faktoren. Wenn diese Grenze überschritten ist, hatten wir gesagt, brauchen wir zu dieser Maßnahme die Zustimmung der Hauptversammlung aufgrund einer ungeschriebenen Kompetenz. Und wie muss die dann aussehen? So wie bei einer Satzungsänderung, weil es diesem Zustand ähnlich ist. Das heißt, wir brauchen also die Zustimmung mit einer einfachen Stimmenmehrheit und mit einer qualifizierten Kapitalmehrheit von mindestens 3/4 des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Kommen wir nun zum GmbH-Recht. Dort finden wir ein gänzlich anderes Regelungsmodell. Und zwar haben wir auch dort mit § 46 GmbH-Gesetz eine Vorschrift, die überschrieben ist mit dem Aufgabenkreis der Gesellschaft. Sie wissen aber aus vorangegangenen Veranstaltungen, dass in § 45 Absatz 2 die Regelung des § 46 nur zur Anwendung kommt, wenn der Gesellschaftsvertrag keine besondere Bestimmung enthält. Daran erkennen wir, dass der § 46 mit seinen Zuständigkeitskompetenzen für die Gesellschafterversammlung nur ein dispositives Regelungsmodell ist. Wir sprechen von dem sogenannten Normalstatut, bei dessen Ausgestaltung der Gesetzgeber sich am Normaltypus einer GmbH orientiert hat. Warum nun dieser grundlegende Unterschied zum Aktienrecht? Im Aktienrecht zwingendes Recht, im GmbH-Recht dispositives Recht im Grundsatz. Das liegt daran, dass die Aktiengesellschaft eine Publikumsgesellschaft ist und die GmbH nicht. Und wir immer dann, wenn wir Minderheitsgesellschafter in einer viel großen Zahl mit sehr kleinem Einfluss schützen wollen, greift der Gesetzgeber im Gesellschaftsrecht typischerweise zu zwingenden Gestaltungen. Im GmbH-Recht ist der Katalog des 46 ebenso wie im Aktienrecht nicht abschließend, denn es gibt auch außerhalb der § 46 zuständigkeitsbegründende Vorschriften und diese sind dann allerdings zwingend. Das gilt zum einen für die Satzungsänderung und die Kapitalmaßnahmen nach § 53.1 und den folgenden Vorschriften. Das gilt auch für die Einforderung von Nachschüssen zum Stammkapital, § 26 Absatz 1 GmbH-Gesetz, sowie für die Grundlagenentscheidung aller Grundlagenentscheidungen, nämlich die Auflösung der Gesellschaft sowie die Bestellung und Abberufung der Liquidatoren und auch für die Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz. Auch diese Zuständigkeit ist zwingend. Wir hatten jetzt gesehen den grundsätzlichen Unterschied Aktienrecht 119.1 in Verbindung mit 23 Absatz 5 Satz 1 Aktiengesetz zwingendes Modell, hier 45.2 46 GmbH-Gesetz dispositives Normalstatut. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht dann darin, dass die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft nur vom Vorstand befragt werden kann zu Fragen der Geschäftsführung, aber nicht selbst initiativ werden kann, während die Gesellschafterversammlung einer GmbH eigeninitiativ jede Frage der Geschäftsführung an sich ziehen, darüber entscheiden und dem Geschäftsführer eine entsprechende Weisung erteilen kann. Der Grund für diesen Unterschied, Gegensatz, ist, dass die Einberufung einer Gesellschafterversammlung wesentlich unformaler und einfacher möglich ist als die Einberufung einer Aktiengesellschaft in einer
bei einer Hauptversammlung in der Aktiengesellschaft als Publikumsgesellschaft. Damit sind wir auch schon bei der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienrecht und beginnen mit den Einberufungsgründen. Und an der Spitze dafür steht die Vorschrift des § 121 Absatz 1 Aktiengesetz. Da heißt es, die Hauptversammlung ist in den durch Gesetz oder Satzung bestimmten Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. Der zweite Fall, dass der Wohl der Gesellschaft es erfordert, ist der erste quasi gesetzlich bestimmte Fall. Was wir im Gesetz vergeblich suchen, ist eine ausdrückliche Regelung dazu, dass eine turnusmäßige Einberufung jedes Jahr zu erfolgen hat. Aber wenn der Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgesehen, vom Aufsichtsrat gebilligt wird, dann statuiert 175 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz die Pflicht des Vorstands, eine Hauptversammlung einzuberufen, und zwar zu dem Zweck, den festgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht entgegenzunehmen und Beschluss zu fassen über die Verwendung des Bilanzgewinns. Diese Hauptversammlung, die wir als ordentliche Hauptversammlung bezeichnen, muss nach 175 Absatz 1 Satz 2 in den ersten 8 Monaten des Geschäftsjahres stattfinden. Typischerweise ist, wenn das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar, ist die beliebte Zeit von Ende Mai bis Anfang Juli. Das ist dieses Zeitraum, den wir als sogenannte Hauptversammlungssaison bezeichnen. Wir nennen diese Versammlung die ordentliche Hauptversammlung, die turnusmäßig stattfindet, aber daneben kann es mal notwendig sein, eine sogenannte außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Das kommt allerdings fast nur vor in Krisensituationen, wenn Beschlüsse zur Sanierung der Gesellschaft gefasst werden müssen. Warum ist das so selten? Das liegt wesentlich daran, dass außerordentliche Hauptversammlungen oder Hauptversammlungen überhaupt eine sehr teure Angelegenheit sind. Sie müssen einen großen Saal mieten, sie brauchen anwaltliche Beratung bei der Vorbereitung, sie brauchen einen Notar, der die Niederschrift besorgt, sie brauchen einen Dienstleister, der quasi das Ganze technisch durchführt, also Hallentechnik, an die denken Sie bitte vor allem. Und dann brauchen Sie natürlich für die Aktionäre noch ein Catering, damit während dieser Zeit niemand verhungert, sondern sein Würstchen bekommt. Die Kosten können bei einigen DAX 30 Unternehmen schon mal in die Millionenbeträge gehen und sogar im Extremfall den zweistelligen Millionenbetrag von 10 Millionen übersteigen. Daher besteht die Tendenz darin, solche außerordentlichen Hauptversammlungen tunlichst zu vermeiden. Wir haben seit der Covid-19-Gesetzgebung die Möglichkeit, die Hauptversammlung virtuell stattfinden zu lassen. Das war bislang eine vorübergehende Regelung. Es wird allerdings allgemein prognostiziert, und diese Tendenz teile ich, dass zukünftig vor allem die außerordentlichen Hauptversammlungen aus Gründen der Kostenersparnis als virtuelle Versammlungen stattfinden werden, wenn denn das Gesetz diese Möglichkeit beibehält. Kommen wir nun zum Ort der Hauptversammlung. Unsere Ausgangsregelung dafür ist der § 121 Absatz 5 Satz 1. Es heißt dort, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, soll die Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft stattfinden. Das heißt also, wenn wir uns darüber klar werden sollen, wo die Hauptversammlung stattfinden muss, dann schauen wir zuallererst in die Satzung. Enthält diese keine Bestimmung, dann gehen wir wieder in die Regelung des 121 Absatz 5 Satz 1 und dann heißt es dort, soll die Hauptversammlung stattfinden am Sitz der Aktiengesellschaft, das heißt in der politischen Gemeinde, in dem der Sitz der Gesellschaft, also der im Handelsregister eingetragene Sitz, sich im Zeitpunkt der Einberufung der Versammlung befindet. Wenn Sie sich etwas im Gesetzestext hervorheben dürfen und wollen, dann würde ich Ihnen raten, tun Sie das mit dem Wörtchen soll, denn hier gehen wir grundsätzlich immer davon aus, wenn der Gesetzgeber eine Sollvorschrift hat, dass es sich um eine Ordnungsvorschrift handelt,
die im Fall der Beschlussanfechtung dann nicht zur Folge hat, dass wir einen Verfahrensfehler haben, der die Anfechtbarkeit und in der Folge die Nichtigkeit begründen kann. Hier ist es allerdings anders. Das Soll ist in diesem Fall ein sogenanntes intendiertes Ermessen. Das heißt, es ist eine Pflicht, sie dort an diesem Ort stattfinden zu lassen, es sei denn, wir haben sachliche Gründe, die eine Abweichung im Ausnahmefall rechtfertigen. Von diesem intendierten Ermessen können wir nicht nur abweichen, wenn wir eine Ausnahme aus sachlichen Gründen haben, sondern das Gesetz kennt zwei geschriebene Ausnahmen. Zum einen unmittelbar nachfolgend 121 Absatz 5 Satz 2 bei börsennotierten Gesellschaften. Sind die Aktien der Gesellschaft an einer deutschen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen, so kann, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, die Hauptversammlung auch am Sitz der Börse stattfinden. Und dann haben wir noch einen Sonderfall, nämlich im Übernahmerecht die sogenannte Abwehrhauptversammlung. Wenn unsere Gesellschaft eine Zielgesellschaft im WPÖG-Sinne ist, also damit die Aktienadressaten geworden sind, die Aktionäreadressaten sind halt eben letztlich eines Übernahmeangebots oder eines Pflichtangebots, dann besteht eine besondere Eilbedürftigkeit der Hauptversammlung, aber auch mit der Konsequenz, dass dann § 16 Absatz 4 Satz 4 WPÜG quasi den 121 Absatz 5 außer Kraft setzt und wir den Versammlungsort ausnahmsweise einmal frei wählen dürfen. Der nächste Punkt ist die Frage, wer darf oder muss die Einberufung jetzt vornehmen. Ausgangspunkt hierfür ist auch da wieder die Regelung des 121, allerdings jetzt der Absatz 2. Es heißt dort, die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen, der darüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Das ist unsere Ausgangsregelung. Wir hatten vorhin schon mal thematisiert, dass die Einberufung der Hauptversammlung selber mit zur Leitung der Gesellschaft gehört. Und dementsprechend ist es nur konsequent, dass das Gesetz hier dem Vorstand diese Aufgabe überträgt und er hat, wie üblich, darüber mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Nun ist es aber auch so, dass wir ja im 121 Absatz 1, wenn Sie sich an die Einberufungsgründe erinnern, nicht nur die durch Gesetz und Satzung bestimmten Fälle haben, wo es eigentlich keine echte Abstimmung im Vorstand mehr gibt, sondern entscheidend ist der Punkt mit dem Wohl der Gesellschaft, ist erfordert. Hierüber würde dann in der Tat Beschluss gefasst werden. Nun ist es aber so, dass dieses Wohl der Gesellschaft nicht alleine in den Händen des Vorstands liegt. Und deshalb ist es so, dass hier der Aufsichtsrat ebenfalls tätig werden kann. Wir finden das allerdings nicht im 121 geregelt, sondern bei den Vorschriften zum Aufsichtsrat, nämlich im 111 Absatz 3 Satz 1. Es heißt dort, der Aufsichtsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen, also hat als Pflicht, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. Das Ganze erfolgt durch Beschluss und zwar nach 111 Absatz 3 Satz 1 wie beim Vorstand mit einfacher Mehrheit. Was ist mit den Aktionären? Können die Aktionäre auch die Hauptversammlung einberufen? Erinnern Sie sich, wenn Sie diese Frage beantworten wollen, daran, dass wir es mit einer Publikumsgesellschaft zu tun haben. Und deshalb kann es kein Individualrecht jedes einzelnen Aktionärs zur Einberufung geben. Es gibt allerdings einen anderen Mechanismus, der dafür vorgesehen ist. Und diesen Mechanismus finden wir im 122 Absatz 1 und 3. Wir haben ein qualifiziertes Minderheitsrecht. Wir haben also Aktionäre, die, wenn sie ein bestimmtes Quorum erreichen, die Einberufung durch den Vorstand verlangen können. Konkret heißt es, die Hauptversammlung ist einzuberufen, also vom Vorstand.
wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 20. Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung unter schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Dass der Vorstand einzuberufen hat, ergibt sich dann daraus aus dem Halbsatz 2, das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass der Vorstand dann wiederum selbst entscheidet, denn es gibt keine Befolgungspflicht. Deshalb muss der Vorstand selber entscheiden und er kann das nicht als erforderlich ansehen. Deshalb gibt es die Möglichkeit, dass diesem Teil, diesem Verlangen nicht entsprochen wird. Und das regelt dann 122 Absatz 3 Satz 1. Es heißt dort, wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder den Gegenstand bekannt zu machen. Den Gegenstand bekannt zu machen bezieht sich auf die Ergänzung der Tagesordnung nach 122 Absatz 2. Das heißt also, wir gehen jetzt nicht mehr an ein Gesellschaftsorgan, sondern wir gehen jetzt den Weg über das Gericht, dass wir vom Gericht als Aktionäre dazu ermächtigt werden, diese Handlung vorzunehmen, die sonst dem Vorstand oder Aufsichtsrat vorbehalten ist. Praktisch spielt diese Ermächtigung durch das Gericht so gut wie keine Rolle, weil spätestens, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, wird der Vorstand oder der Aufsichtsrat sich im Wohle der Gesellschaft das als erforderlich ansehen, die Hauptversammlung einzuberufen, schon alleine, um diverse negative Presseberichterstattungen zu vermeiden. Schauen wir nun auf den Inhalt der Einberufung. Dieser orientiert sich an den Funktionen der Einberufung. Diese bestehen darin, zum einen die Teilnahme zu ermöglichen und zum anderen eine effektive Vorbereitung zu ermöglichen. Was sind die Elemente, die wir der Teilnahmeermöglichung zuordnen können? Zum einen, völlig klar und selbstverständlich, angegeben werden müssen Zeit und Ort der Hauptversammlung. Das regelt 121 Absatz 3 Satz 1 unter anderem. Die Einberufung muss danach unter anderem Zeit und Ort der Hauptversammlung enthalten. Das ist aber nicht notwendig alles, was wir dem zuordnen können, sondern wenn es eine börsennotierte Aktiengesellschaft ist, dann benötigen wir weitere Angaben. Zum Beispiel brauchen wir die konkreten Voraussetzungen der Teilnahme an der Hauptversammlung, die Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts sowie den Nachweisstichtag des Aktienbesitzes sowie dessen Bedeutung, also dass ich nur mit dem entsprechenden Nachweis teilnehmen kann. Warum ist das zusätzlich erforderlich? Weil wir davon ausgehen, dass wir bei einer börsennotierten Gesellschaft einen internationalen Anlegerkreis haben, die nicht mit dem deutschen Recht vertraut sind und die deshalb darüber gesondert informiert werden sollen. Das Gleiche gilt dann wieder als zusätzliche Informationen für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte, die Möglichkeit einer Briefwahl oder sogar die Möglichkeit einer elektronischen Kommunikation. Bitte verwechseln Sie Letzteres nicht mit der Möglichkeit einer vollständig virtuellen Hauptversammlung, sondern es sind zwei vollständig voneinander zu trennende Dinge. Das eine ist eine Präsenzveranstaltung, bei der lediglich einzelne Aktionäre durch eine elektronische Kommunikation teilnehmen. Und das andere ist eine vollständig virtuelle Versammlung. Der zweite Block ist dann die effektive Vorbereitung und das ist das Entscheidende dabei. Dafür bestimmt zunächst einmal auch 121 Absatz 3 Satz 1, dass die Firma und der Sitz der Gesellschaft angegeben werden müssen. Jetzt können Sie sagen, das ist ja vollkommen banal, das sollte der Aktionär doch wissen. Ja, das sollte er grundsätzlich wissen, aber wenn Sie in Konzernstrukturen denken, dann ist es so, dass wir häufig Tochtergesellschaften haben, deren Name doch sehr ähnlich ist. Und daher kann es durchaus mal für die Klarheit der Zuordnung dann erforderlich sein, die konkrete Firma und den Sitz anzugeben. Das Hauptelement bei der effektiven Vorbereitung ist allerdings die Mitteilung der Tagesordnung. 121
Absatz 3, Satz 2 sagt einfach nur zudem, also in der Einberufung ist zudem die Tagesordnung anzugeben. Die Tagesordnung ist das eine, aber man will ja auch immer genau wissen, was beschlossen werden soll. Und deshalb geht es auch hier nochmal weiter. Die Tagesordnung als solche bestimmt nicht ausschließlich der Vorstand, sondern wir haben auch die Möglichkeit für die Aktionäre, die Punkte der Tagesordnung noch einmal mitzubestimmen. Woher kommt das? 121, zwar in der Überschrift Einberufung auf Verlangen einer Minderheit, aber der Absatz 2 ist quasi ein Fremdkörper, wenn wir die Überschrift zum Maßstab nehmen. Warum? Weil der sagt, in gleicher Weise, also so wie die Einberufung stattfindet, als Minus quasi dazu, können die Aktionäre, deren Anteile zusammen den 20. Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das ist durchaus von Bedeutung, spielt auch in der Praxis eine Rolle. Allerdings auch hier bitte, es ist kein Individualrecht des einzelnen Aktionärs, sondern es ist ein Minderheitenrecht, was einer qualifizierten Minderheit zusteht. Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist dann wiederum der Satz 3, denn dort heißt es halt eben, das Verlangen im Sinne des Satz 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften sogar mindestens 30 Tage, vor der Versammlung zugehen und der Tag des Zugangs ist bei der Berechnung der 24 oder 30 Tage nicht mitzurechnen. Das ist wichtig, in Klausuren gerne mal genommen, dass der Vorstand dem nicht entsprochen hat, allerdings natürlich, weil es zu spät zugegangen ist. Das sind so klassische formale Klausurfelder. Ja. Ansonsten, wenn es ordnungsgemäß ist, muss es rechtzeitig, muss es halt eben in die Tagesordnung aufgenommen werden, 122 Absatz 2. Ansonsten, falls der Vorstand das nicht tut, kann es wieder nach dem Mechanismus 122 Absatz 3 erzwungen werden. Es ist aber nicht nur die Tagesordnung anzugeben, sondern zu jedem Tagesordnungspunkt, also jedem Gegenstand der Tagesordnung, ist nach 124 Absatz 3 auch noch ein Vorschlag zur Beschlussfassung zu machen. Es heißt, zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversammlung beschließen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat. Jetzt spare ich einen Teil aus, in der Bekanntmachung Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen. Das ist die Regelung, damit weiß dann jeder Aktionär, was konkret beschlossen werden soll und dieser Vorschlag soll auch begründet werden. Wenn wir, und das ist der Teil, den ich zum Beispiel jetzt ausgespart habe, den Sonderfall sogar haben, und dass wir eine Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern haben, dann wird das Ganze deutlich komplizierter, weil hier nämlich die Tagesordnung noch mehr angeben muss, nämlich nach 124 Absatz 2 Satz 1 auch die Vorschriften, nach denen sich der Aufsichtsrat zusammensetzt, also insbesondere dann die Vorschriften zum Beispiel nach dem Mitbestimmungsgesetz. Bei börsennotierten Gesellschaften, auch hier erahnen Sie es schon, gibt es Sonderregelungen wieder, eine formale Sonderregelung, 124a Aktiengesetz, sieht nämlich noch die Veröffentlichung von Hinweisen auf der Internetseite und besonderen Informationen vor. Auch hier wieder der Gedanke dahinter, die Internetseite ist für die im Ausland ansässigen Investoren die erste und dann auch wesentliche Informationsquelle. Die Notwendigkeit, eine ordnungsgemäße Vorbereitung zu ermöglichen, leitet unmittelbar dazu über, dass wir eine Einberufungsfrist zu wahren haben. Die Einberufung selbst ist bekannt zu geben nach 121 Absatz 4 Satz 1 Aktiengesetz in den Gesellschaftsblättern, also nach 25 Aktiengesetz im Bundesanzeiger.
Dazu kommen weitere Mitteilungspflichten, die in den 125 bis 127 geregelt sind, zum Beispiel an die Kreditinstitute, die die Depots führen, oder an die Aktionärsvereinigungen. Wenn wir die aber zunächst einmal außen vor lassen, dann heißt es im Gesetz weiter, kann die Einberufung nicht nur in den Gesellschaftsblättern erfolgen, sondern sie kann substituiert werden nach 121 Absatz 4 Satz 2 durch einen eingeschriebenen Brief. Dafür sind die Hürden allerdings sehr hoch, denn es müssen sämtliche Aktionäre der AG namentlich bekannt sein, denn andernfalls kann der Brief ja nicht richtig adressiert werden. Das bedeutet aber für uns, dass diese Variante eigentlich nur möglich ist, wenn wir ausschließlich Namensaktien ausgegeben haben, denn in diesem Fall muss der Name des Aktionärs im Aktienregister eingetragen sein und nur dann können wir ihn als solchen identifizieren. Das schränkt den Anwendungsbereich bei größeren Publikumsgesellschaften, die die Typik sind, oder sogar bei börsennotierten Gesellschaften auf sehr gering bis null ein. Die Einberufungsfrist dann selber beträgt grundsätzlich einmal nach 123 Absatz 1 Satz 1 mindestens 30 Tage. Bei der Abwehrhauptversammlung hatten wir uns schon über die Eilbedürftigkeit kurz erwähnt. Hier ordnet das WPÜG eine Abweichung an, nämlich mindestens 14 Tage. Die Besonderheit, auf die Sie bitte bei den Fristberechnungen aber jedenfalls achten, ist nämlich, dass sowohl der Tag der Einberufung als auch der Tag der Versammlung selber bei der Fristwahrung nicht mitgerechnet werden. Damit können wir ins GmbH-Recht rüberwechseln und werden auch hier den Versammlungsgrundsatz vorfinden, den wir § 48 Absatz 1 entnehmen. Es heißt dort, die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Das ist der Grundsatz, aber es ist kein Grundsatz, der auch wiederum Ausnahmen kennt, die wir dann in 48 Absatz 2 GmbH-Gesetz finden. Der Grund, warum wir Ausnahmen zulassen, liegt schlicht daran, dass es auch bei einer GmbH natürlich vorkommen kann, dass die Gesellschafter nicht ortsansässig sind und deshalb die persönliche Teilnahme an der Versammlung mit, ich habe hier geschrieben, unverhältnismäßigen, aber auch mit erheblichen Aufwendungen verbunden sein können, die der jeweilige dann als unverhältnismäßig im Verhältnis zu den Beschlussgegenständen für sich subjektiv, also als unverhältnismäßig dann einordnet. Was die Ausnahmen sind, sollten wir zunächst einmal 48.2 lesen. Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sämtliche Gesellschafter in Textform mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen sich einverstanden erklären. Und an dem oder können Sie entnehmen, dass wir zwei verschiedene voneinander strikt zu trennende Regelungen haben. Das eine ist das Einverständnis sämtlicher Gesellschafter mit der zu treffenden Bestimmung. Dieses muss in Textform erklärt werden. Und was ist die Rechtsfolge davon? Dass dieses Einverständnis, das Einverständnis bedeutet mit der schriftlichen Stimmabgabe, aber zugleich auch die Stimmabgabe enthält. Denn ich erkläre mich einverstanden mit der Bestimmung nach dem Wortlaut. Das Zweite, was wir davon unterscheiden, das heißt halt eben, ich erkläre mich einverstanden mit der Abgabe der Stimme. Und das ist etwas anderes. Hier fallen Versammlung und Stimmabgabe auseinander. Mit was erkläre ich mich einverstanden? Mit der schriftlichen Stimmabgabe. Das heißt also, diese Einverständniserklärung enthält die Stimmabgabe noch nicht. Die Stimmabgabe erfolgt dann in einer gesonderten Erklärung. Ich erkläre mich lediglich mit der Stimmabgabe ohne Versammlung, also abweichend von 48 Absatz 1 mit dem Versammlungsgrundsatz, einverstanden. Beachten Sie auch bitte, die Textform ist nur für die erste Variante vorgeschrieben, nicht aber für die zweite.
Und damit kommen wir noch zu einem Sonderfall, nämlich der Einpersonengesellschaft. Was ist so eine Einpersonengesellschaft? Wir finden das sehr schön umschrieben in der Regelung, die wir uns jetzt näher anschauen, 48 Absatz 3. Es heißt, dort befinden sich alle Geschäftsanteile der Gesellschaft in der Hand eines Gesellschafters oder daneben in der Hand der Gesellschaft. Dann sprechen wir von einer Einpersonengesellschaft. In diesen Fällen ist eine Versammlung, die ja eben nicht nur die Anwesenheit von Stimmen voraussetzt, sondern die Anwesenheit von mehreren Personen voraussetzt, begrifflich allerdings ausgeschlossen. Das sieht das Gesetz auch so, aber wir müssen damit umgehen, dass trotzdem ein Beschluss gefasst werden kann, denn wir haben ja mehrere Stimmen. Ja, diese Pluralität der vorhandenen Stimmen ermöglicht es weiterhin, einen Beschluss zu fassen. Das sehen wir ganz deutlich, wenn wir 48 Absatz 3 weiterlesen, dann heißt es nämlich, so hat er, also der Gesellschafter, unverzüglich nach der Beschlussfassung, diese wird also vorausgesetzt, dass sie stattfindet, eine Niederschrift aufzunehmen und zu unterschreiben. Das heißt also, es wird gleichwohl ein Beschluss gefasst, allerdings ohne Versammlung. Und dieser Beschluss muss dann dokumentiert werden, also es schriftlich niederzulegen und vom Gesellschafter zu unterschreiben. Und wenn Sie in den Wortlaut reinschauen, dann heißt es ja, so hat er. Es klingt also nach einer Pflicht, einer Notwendigkeit, einem gesetzlichen Gebot, dies zu tun. Die Folgefrage ist immer, was passiert, wenn es daran fehlt? Dann ist es so, dass es hier lediglich eine Beweisfunktion hat. Denn wenn später einmal bestimmte Geschäftsanteile veräußert werden, dann soll der neu eintretende Gesellschafter eben gerade wissen, was in dieser Versammlung beschlossen worden ist. Und deshalb gibt es dann eine Niederschrift, die zu unterschreiben ist. Es wird also dokumentiert, aber es erschöpft sich in einer Beweisfunktion. Es ist keine Voraussetzung für die Wirksamkeit der gefassten Beschlüsse. Die Einberufung erfolgt grundsätzlich durch die Geschäftsführer nach § 49 Absatz 1, was dadurch bedingt ist, dass die Einberufung eine Maßnahme der Geschäftsführung ist. Wenn wir es mit einer mitbestimmten GmbH zu tun haben, mit einem obligatorischen Aufsichtsrat, dann gilt auch hier wiederum, dass der Aufsichtsrat das Recht hat, 25 Absatz 1 Nummer 2 Mitbestimmungsgesetz erklärt § 111 Absatz 3 Satz 1 Aktiengesetz für entsprechend anwendbar, sodass unter der Voraussetzung, dass das Wohl der Gesellschaft es erfordert, der Aufsichtsrat dann zur Einberufung berechtigt ist. Er entscheidet hierüber, so wie es im 111 Absatz 3 vorgesehen ist, durch Beschluss mit einfacher Mehrheit. Sie erinnern sich im GmbH-Recht daran, dass wir es mit einem Normalstatut zu tun haben, was grundsätzlich dispositives Recht ist. Und deshalb kann die Satzung grundsätzlich auch etwas Abweichendes bestimmen. Es kann zum Beispiel sein, dass man einen einzelnen Gesellschafter anstelle des Geschäftsführers damit dazu ermächtigt oder aber auch einen fakultativen Aufsichtsrat dazu berechtigt. Die Frage ist wiederum, kann auch ein einzelner Gesellschafter die Versammlung einberufen? Und dazu finden wir die Regelung im § 50 Absatz 1 und 3. Um was geht es dabei wieder? Es ist wie im Aktienrecht, obwohl wir es nicht mit einer Personengesellschaft zu tun haben, kein einzelnes Recht unmittelbar einzuberufen. Aber es gibt wiederum ein qualifiziertes Minderheitsrecht. Das setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Zunächst einmal der 50 Absatz 1. Sie können also als Gesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens dem zehnten Teil des Stammkapitals entsprechen, können Sie unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung der Versammlung verlangen. Das ist. Und wenn dem jetzt nicht entsprochen wird, diesem qualifizierten Minderheitsverlangen, dann können Sie das Ganze auch wiederum
erzwingen. Nämlich, man kann es dann selbst bewirken. 50 Absatz 3 wird dem Verlangen nicht entsprochen. So können die in Absatz 1 bezeichneten Gesellschafter unter Mitteilung des Sachverhalts die Berufung oder selbst bewirken. Das ist dann der absolute Ausnahmefall, wann wir das Einberufungsrecht der einzelnen Gesellschafter einmal haben. Jetzt könnten Sie als Gesellschafter auf die Idee kommen, wenn Sie nochmal einen Blick werfen in den 45 Absatz 2, in Ermangelung besonderer Bestimmung des Gesellschaftsvertrags finden die Vorschriften 46 bis 51 Anwendung. Davon ist auch der 50 umfasst, zumindest einmal nach dem Wortlaut. Und deshalb könnten Sie auf die Idee kommen, einfach schlichtweg in der Satzung dieses Minderheitsrecht nach 50 zu streichen und es exklusiv dem Geschäftsführer oder einem Aufsichtsrat vorzubehalten. Das ist allerdings nicht zulässig, entgegen dem ganz klaren Wortlaut, teleologische Reduktion an bestimmte Vorschriften des Minderheitenschutzes können auch durch eine Bestimmung in der Satzung, also dem Gesellschaftsvertrag, nicht ausgeschlossen werden. Dieser Mechanismus, den wir auch aus dem Aktienrecht erkennen, also Einberufungsverlangen zunächst an das zuständige Organ zu richten und wenn dieses dem nicht nachkommt, dann im Aktienrecht das System, dass wir das beim Gericht verlangen und das Gericht uns ermächtigen lassen, das einzuberufen, liegt daran, weil es mit ungleich höheren Kosten verbunden ist, die Hauptversammlung durchzuführen als die Gesellschafterversammlung. Im Gesellschaftsrecht, im GmbH-Recht dürfen wir selber als Gesellschafter dann nach 50 Absatz 3 Satz 1 die Einberufung vornehmen. Die Frage nach den Einberufungsgründen hatten wir gerade eben bereits gestreift. Wir können aber nochmal näheren Blick darauf werfen. Der Ausgangspunkt, den wir allerdings nicht im Gesetz geregelt finden, ergibt sich daraus, dass unsere Gesellschafterversammlung, anders als im Aktienrecht, jeden Gegenstand der Geschäftsführung an sich ziehen, darüber Beschluss fassen und den Geschäftsführer entsprechend anweisen kann. Das heißt also, wir brauchen keinen besonderen Einberufungsgrund, sondern die Gesellschafterversammlung kann aus sich heraus initiativ tätig werden und sagen, wir sehen Anlass zu handeln. Damit kann auch ein einzelner Gesellschafter an den Geschäftsführer herantreten, der dann diesem Wunsch nachkommen kann. Wir müssen davon allerdings von den Möglichkeiten, Gegenstände an sich zu ziehen, natürlich die Variante unterscheiden, dass es eine Pflicht gibt für das zuständige Organ, die Versammlung einzuberufen. Und das ist der 49 Absatz 2. Der enthält eine Einberufungspflicht. Er sagt, Sie, also die Gesellschafterversammlung, ist außer in den ausdrücklich bestimmten Fällen zu berufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Die ausdrücklich geregelten Fälle sind dann zum Beispiel 49 Absatz 3. Dann ist unverzüglich einzuberufen, heißt es dort, wenn aus der Jahresbilanz oder aus dem Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz sich ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist. Wir sprechen davon von einer qualifizierten Krise der Gesellschaft. Oder aber, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich scheint, das ist das Zweite, was 49 Absatz 2 regelt, das ist weitgehend deckungsgleich mit dem, wie wir es im Aktienrecht kennen, beim Aufsichtsrat auch, wenn sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat dazu ermächtigt sind, das Wohl der Gesellschaft. Diese Formulierung finden wir nicht nur im 121 Aktiengesetz, sondern auch im 111 Absatz 3 Aktiengesetz für den Aufsichtsrat, die im Fall einer mitbestimmten GmbH über 25 Absatz 1 Nummer 1 Mitbestimmungsgesetz dann auch für den Aufsichtsrat der GmbH gilt. Kommen wir nun zu Form, Mindestinhalt und Frist der Einberufung und Sie werden sehen, dass das Ganze hier bei der GmbH wesentlich unförmlicher zugeht als bei der Aktiengesellschaft. Die Einberufung erfolgt grundsätzlich durch einen eingeschriebenen Brief, aber das stammt noch aus frühen Vorzeiten. Üblich ist es hier, dass die Satzung etwas anderes bestimmt und Erleichterungen vorsieht.
zum Beispiel die Einberufung durch einfachen Brief, Telefax oder auch modern durch E-Mail. Das ist üblich. Zu laden sind, und das ist vollkommen klar, alle Gesellschafter, auch die, die einem Stimmverbot nach 47 Absatz 4 GmbH-Gesetz unterliegen, gleichgültig, ob das Stimmverbot sich nur auf einzelne Beschlussgegenstände bezieht oder sogar auf sämtliche Beschlussgegenstände der Versammlung. Ansonsten sind die Vorgaben für den Inhalt der Einberufung sehr dürftig. Wir haben eine Regelung im 51 Absatz 2, die sich darin erschöpft, dass es heißt, der Zweck der Versammlung soll jederzeit bei der Berufung angekündigt werden. Das ist, wenn Sie das mit den Regelungen im Aktienrecht noch vergleichen, sehr wenig. Ja. Wir haben aber auch hier wieder den Gedanken, dass natürlich eine ordnungsgemäße Vorbereitung möglich sein muss und die Teilnahme ermöglicht werden muss. Deshalb ist es üblich, die Tagesordnung beizufügen. Das ist wohl schon vom Zweck der Versammlung umfasst. Aber es ist natürlich, um die Teilnahme zu ermöglichen, auch wieder üblich, die Gesellschaft anzugeben, sowie Ort und Zeit, an dem die Versammlung stattfinden soll. Effektive Vorbereitung benötigt Zeit und deshalb hat die Einberufung nach 51 Absatz 1 Satz 2 mindestens eine Woche vor der Versammlung zu erfolgen. Wobei die Satzung auch hier wieder eine kürzere oder auch eine längere Frist bestimmen kann. In der Regel wird sie aber verkürzt. Ist die Versammlung nicht ordnungsgemäß einberufen, dann können grundsätzlich keine wirksamen Beschlüsse gefasst werden. Diese nicht ordnungsgemäße Einberufung ist dann zum Beispiel anzunehmen, wenn sie von einer unzuständigen Person stattgefunden hat, also ein zum Beispiel überengagierter Gesellschafter, der einberufen hat und direkt einberufen hat, ohne das Verfahren der Minderheitsrechte nach 50 1 und 3 einzuhalten. Oder aber auch, wenn die Gesellschafter schlichtweg spontan bei einem sonstigen Treffen ohne Einberufung zusammengetreten sind. Wenn wir eine Versammlung haben, die an einem solch gravierenden Fehler leidet, dann sind die gleichwohl gefassten Beschlüsse grundsätzlich nichtig. Haben wir Verfahrensfehler, die nicht so gravierend sind, also zum Beispiel Fehler in der Tagesordnung, dann gehen wir davon aus, dass lediglich die einzelnen Punkte, also dann zum Beispiel der, auf den sich der Fehler in der Tagesordnung bezieht, dass lediglich die anfechtbar sind, nicht aber, dass alle Beschlüsse automatisch nichtig sind. Diesen Grundsatz, das, was wir jetzt gerade abstrakt hergeleitet haben, aus allgemeinen Gedanken, finden wir zumindest angedeutet im 51 Absatz 3. Es heißt dort, das Gleiche gilt in Bezug auf Beschlüsse über Gegenstände, welche nicht wenigstens 3 Tage vor der Versammlung in der für die Berufung vorgeschriebenen Weise angekündigt worden sind. Quatsch, Zeilenabsatz 4 vorgelesen. Ist die Versammlung nicht ordnungsgemäß berufen, so können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend sind. Das ist das Regelausnahmeverhältnis. Wenn ordnungsgemäß einberufen ist, dann geht es. Wenn nicht, dann brauchen wir eine Ausnahme, unter der das doch möglich ist. Und zwar brauchen wir dann eine sogenannte Vollversammlung. Also es müssen sämtliche Gesellschafter anwesend sein, nicht notwendig höchstpersönlich, sondern sie können auch vertreten sein. Die bloße Anwesenheit als solche reicht aber nicht aus, sondern das Gesetz meint hier eine Anwesenheit, die bezeugt, dass die Person mit der Beschlussfassung in der Versammlung jetzt auch einverstanden ist. Also einen Rügeverzicht, zumindest stillschweigend durch ihre Anwesenheit und Mitwirkung an der Beschlussfassung erklärt und nicht gegen die Beschlussfassung opponiert. Dann können einzelne Ladungsfehler oder Einberufungsfehler geheilt werden und gleichwohl, obwohl es nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, wirksame Beschlüsse gefasst werden. Nach der Einberufung wechseln wir nun zur Durchführung der Versammlung und beginnen auch hier wieder mit dem Aktienrecht.
Wir haben dafür im Aktienrecht einen eigenen Unterabschnitt, nämlich die Paragraphen 129 bis 132 Aktiengesetz. Sie sind eigentlich ziemlich atypische Regelungen in der Systematik des Aktienrechts, denn sie enthalten keine abschließende Regelung zur Durchführung, sondern sie gewähren der Versammlung selbst Raum, sich eine Geschäftsordnung zu geben, in der nämlich sowohl die Durchführung als auch die Vorbereitung näher geregelt wird. 129 Absatz 1 Satz 1 lautet demnach: Die Hauptversammlung kann sich mit einer Mehrheit, die mindestens 3/4 des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapital umfasst, eine Geschäftsordnung mit Regeln für die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung geben. Darin wird auch geregelt, und das ist Bestandteil der Durchführung dann halt eben letztlich, wer die Hauptversammlung leitet. Das Gesetz geht davon aus, dass das in der Geschäftsordnung geregelt wird, erwähnt aber trotzdem im 130 Absatz 2 bei der Niederschrift, dass es einen Vorsitzenden gibt. Es heißt dort, in der Niederschrift sind und so weiter der Vorsitzende anzugeben. Deshalb wissen wir, es gibt einen Vorsitzenden, er wird grundsätzlich bestimmt durch die Versammlung, durch die Geschäftsordnung, häufig sogar aber auch schon durch die Satzung, die das regeln kann. Und wenn sie das tut, wählt sie regelmäßig den Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus. Jetzt können Sie fragen, warum den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, warum nicht jemanden aus dem Vorstand oder jemanden ganz Neutralen wie den Notar? Das erklärt sich daraus, dass diese Personen andere Funktionen haben und deshalb quasi gesperrt sind. Der Urkundsnotar muss die Niederschrift aufnehmen und ist damit eigentlich schon ziemlich beschäftigt, denn auf so einer Hauptversammlung kann es durchaus einmal etwas turbulenter zugehen. Und die Mitglieder des Vorstands können deshalb nicht zum Vorsitzenden bestellt werden, weil sie Schuldner des Auskunftsrechts sind. Der Aktionäre, 131 Aktiengesetz, Sie müssen darauf antworten, sich gegebenenfalls darauf vorbereiten, und mit dieser Funktion des Auskunftsschuldners wäre es unvereinbar, wenn Sie dann auch noch gleichzeitig die Versammlung leiten sollten. Wie sieht es mit dem Teilnehmerkreis aus? Die Hauptversammlung ist eine Gesellschafterversammlung, also eine Mitgliederversammlung und dementsprechend im Grundsatz einmal nicht öffentlich. Wer darf teilnehmen? Die Aktionäre, die dort eben 118.1.1 ihr Mitgliedschaftsrecht, das Stimmrecht ausüben, und zum anderen die Vertreter von Aktionären, also bevollmächtigte Kreditinstitute oder Aktionärsvereinigungen, aber auch gewillkürte Vertreter. Darüber hinaus erklärt das Gesetz es für wünschenswert im 118 Absatz 3, dass die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats an der Versammlung teilnehmen. Ja, die Mitglieder des Vorstands deshalb schon alleine, weil an sie das Fragerecht gerichtet wird. Andere Personen, sei es, dass sie unternehmensintern sind, also zum Beispiel die Mitglieder eines Betriebsrats, aber auch externe Personen, also es gibt Professoren, die Exkursionen mit ihren Studenten zum Beispiel zu einer Hauptversammlung unternehmen, kann der Vorsitzende nach seiner persönlichen Ordnungsgewalt immer im Rahmen der räumlichen Kapazitäten zulassen. Wie verhält es sich mit Pressevertretern? Sie haben nach dem Aktienrecht kein eigenes Zutrittsrecht. Und auch Artikel 5 Grundgesetz eröffnet Ihnen kein eigenständiges Zutrittsrecht. Denn im Artikel 5 heißt es ja nur, dass man sich zur Presseberichterstattung aus den allgemeinen öffentlich zugänglichen Quellen unterrichten darf. Und die Hauptversammlung ist eben ja gerade eine nicht öffentliche Veranstaltung. Gleichwohl wird es regelmäßig so sein, dass der Vorsitzende, also die Leitung übernimmt, auch hier wieder einzelne Pressevertreter im Rahmen der Kapazitäten zulässt, denn eine gewisse Berichterstattung in der Wirtschaftspresse
wird der Gesellschaft regelmäßig auch zugutekommen. Dementsprechend besteht also auch ein Interesse der Gesellschaft an der daran, dass Pressevertreter teilnehmen. Wie läuft nun die eigentliche Hauptversammlung ab? Am Beginn steht der Einlass der Teilnehmer und im Anschluss daran eröffnet der Vorsitzende dann die Hauptversammlung. Er stellt dabei also fest zunächst einmal, dass die Einberufung ordnungsgemäß erfolgt ist und die entsprechenden Belege dafür sind dann der notariellen Niederschrift als Anlage beizufügen. Eine förmliche Feststellung der Beschlussfähigkeit ist nicht vorgesehen, was schlichtweg daran liegt, dass für die Beschlussfähigkeit keine besonderen Hürden existieren, also kein besonderes Quorum erfüllt sein muss, sondern dass die Hauptversammlung stets beschlussfähig ist, wenn sie denn ordnungsgemäß eingerufen worden ist. Als Formalia haben wir dann noch, dass ein Verzeichnis der Erschienenen, also Aktionäre oder ihrer Vertreter aufzunehmen ist. 129 Absatz 1 Satz 2 ist die dafür vorgesehene Regelung. Das erfolgt typischerweise nicht erst im Saal, sondern im Zusammenhang mit der Einlasskontrolle. Und dieses Verzeichnis ist dann wiederum nach 129 Absatz 4 Satz 1 allen Teilnehmern vor der ersten Abstimmung zugänglich zu machen. Es dient dazu, dass die Aktionäre sich darüber unterrichten können, wer noch erschienen ist und gegebenenfalls sich untereinander abstimmen können. Im Anschluss an dieses Einlassprozedere und Begrüßungsprozedere quasi erfolgt dann die eigentliche Hauptversammlung. Es wird nämlich die Tagesordnung abgearbeitet. Das erfolgt so in der Reihenfolge, wenn man sich das quasi jeden einzelnen Tagesordnungspunkt anschaut, dass wir zunächst einmal den Beschlussvorschlag haben, der ja schon in der Einberufung anzugeben war, dass Vorstand und Aufsichtsrat diesen erläutern, dass wir dann im Anschluss eine Aussprache haben, wo also Fragen gestellt werden können von Seiten der Aktionäre an den Vorstand und auch allgemeine Redebeiträge dazu gehört werden. Sobald dann der jeweilige Punkt abstimmungsreif ist, leitet der Vorsitzende die Abstimmung ein. Und wenn die Abstimmung dann durchgeführt ist, das hängt davon ab, wie das erfolgt, ob das per Stimmkarten erfolgt, die lediglich gehoben werden, oder ob halt eben letztlich ein Einwurf erfolgt, typischerweise dann dadurch, dass Personen durch die Reihen gehen und entsprechende Stimmzettel dann einsammeln in großen Boxen, dass dann also die Stimmen gezählt werden, das Ergebnis festgestellt und im Saal verkündet wird. Das, was wir hier sehen als Ablauf, ist das übliche Vorgehen, allerdings mit einer Modifikation. Wir könnten das theoretisch für jeden einzelnen Tagesordnungspunkt gesondert durchlaufen. Es ist dann allerdings aus praktischen Gründen relativ schwer vorhersehbar, welcher Punkt genau wie lange dauert, sodass sie auch rechtzeitig fertig werden. Deshalb ist es üblich, dass man eine sogenannte Generaldebatte stattfinden lässt, dass man also die Punkte zusammenfasst und dann insbesondere den Punkt der Aussprache mit den Redebeiträgen kumuliert. Über diesen Ablauf ist, und das sagt uns der 130 Aktiengesetz, eine Niederschrift zu fertigen. Das erfolgt durch den Notar, kann aber auch bei einer nicht börsennotierten Aktiengesellschaft durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats geschehen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass keine Beschlüsse gefasst werden, die einer qualifizierten Kapitalmehrheit bedürfen. Üblich ist es aber auch dann bei einer nicht börsennotierten Gesellschaft, dass von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht wird, sondern dass immer ein Notar zugezogen wird, weil der Vorsitzende des Aufsichtsrats meistens keine besondere Erfahrung in diesen Dingen haben wird. Wichtig ist, wenn wir mal den 130 Absatz 1 Satz 1 lesen, heißt es, jeder Beschluss der Hauptversammlung ist durch eine
über die Verhandlung notariell aufgenommene Niederschrift zu beurkunden. Das heißt also, Gegenstand der Beurkundung ist die Verhandlung. Ja. Jetzt nochmal, wenn Sie es deutlich lesen, jeder Beschluss, so könnten Sie es auch lesen, ist zu beurkunden. Darum geht es nicht. Es ist, jeder Beschluss ist durch eine über die Verhandlung notariell aufgenommene Niederschrift zu beurkunden. Also Gegenstand der Beurkundung ist die Verhandlung. Es ist also ein Tatsachenprotokoll und damit ist es auch dann zu fertigen, und das ist der entscheidende Unterschied, wenn ausnahmsweise einmal in der Hauptversammlung gar keine Beschlüsse gefasst werden. Ja, Sie merken sich, Gegenstand ist die Verhandlung, nicht nur der Beschluss. Denn das Ganze relativiert sich wieder. Wir müssen kein Wortprotokoll führen über alles, was in der Verhandlung gesagt wird, sondern diesen Zusatz, den wir gerade betont hatten, jeder Beschluss der Hauptversammlung, der engt das Ganze wieder ein. Die Niederschrift soll Auskunft geben über die wesentlichen Ereignisse. Warum? Weil sie die Grundlage ist für ein späteres eventuelles Beschlussanfechtungsverfahren. Und deshalb sind aufzunehmen die gefassten Beschlüsse, so wie es 130.1.1 sagt, aber auch die entsprechenden Minderheitsverlangen, um nachprüfen zu können, ob sie berechtigt waren und rechtzeitig gestellt worden sind. Bei börsennotierten Gesellschaften brauchen wir noch weitere Angaben, die Sie dann im Detail finden im Paragraphen 130 Absatz 2. Förmlich ist dann wieder Voraussetzung, dass der Notar seine Niederschrift unterschreibt, denn am Ende ist sie aufgrund dieser Richtigkeitsgewähr nach 130 Absatz 5 Aktiengesetz zum Handelsregister einzureichen, allerdings nicht durch den Notar selbst, sondern durch den Vorstand. Bei einer börsennotierten Gesellschaft kommt nach 130 Absatz 6 hinzu, dass sie innerhalb von 7 Tagen nach der Versammlung auf die Internetseite gestellt und dort auch zusätzlich veröffentlicht werden muss. Gedanke wieder hierbei, ein ausländischer Investor wird sich typischerweise auf der Homepage informieren und nicht durch Einsicht beim Handelsregister nachsuchen. Nachdem Sie nun mit den Formalia bezüglich der Durchführung einer Hauptversammlung aus einer Aktiengesellschaft vertraut sind, werfen wir wieder einen vergleichenden Blick auf das Recht der GmbH und werden feststellen, dass wir hier sehr viel weniger formelle Anforderungen haben. Dies zeigt sich bereits im Normbestand, denn die einzige Vorschrift, die sich wirklich mit der Durchführung beschäftigt, ist der Paragraph 53 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Dort heißt es, der Beschluss muss notariell beurkundet werden, derselbe bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen, der Gesellschaftsvertrag kann noch andere Erfordernisse aufstellen. Das ist all das, was erstmal nur geregelt wird und das ist herzlich wenig. Es bezieht sich außerdem nur auf einen Beschluss nach 53 Absatz 1, also einen solchen, durch den eine Satzungsänderung vorgenommen werden soll. Für alle anderen Beschlüsse wird hinsichtlich der Durchführung der Verhandlung und der Versammlung nichts im Detail geregelt. Der Grund dafür liegt in dem Strukturunterschied. Bei der Aktiengesellschaft haben wir es mit einer großen Publikumsgesellschaft zu tun, die quasi wie eine große Horde Schäfchen eingehegt werden muss. Während wir es hier mit einer personalistisch geprägten Gesellschaft zumindest typischerweise zu tun haben und deshalb auf wesentliche Formalia verzichten können, weil wir einen sehr viel kleineren Personenkreis haben. Das heißt aber nicht, nur weil das Gesetz auf weitere Vorgaben verzichtet, dass auch wir in der Praxis beim GmbH-Recht auf weitere Vorgaben verzichten. Sie können in die Satzung aufgenommen werden. Es ist aber auch möglich, dass wir hier lediglich Dinge in einer Art Geschäftsordnung zum Beispiel regeln. Was ist das? Typischerweise wird ein Versammlungsleiter bestellt, der eben für den geordneten Ablauf sorgen soll. Aber denken Sie bitte daran, der hat keine gesetzlich zugewiesenen Kompetenzen.
Es ist dann üblich, die gefassten Beschlüsse zumindest förmlich festzustellen. Das wird durch eine Dokumentation erfolgen. Das Ganze macht deshalb Sinn, zum einen, weil wir es damit halt eben für künftige Gesellschaftergenerationen halt eben dokumentieren und zum anderen aber auch, weil damit der Gegenstand einer Beschlussmängelklage klar und deutlich dokumentiert ist. Und schließlich ist es üblich, dass wiederum eine Niederschrift über die Versammlung erstellt wird. Wie sieht es mit dem Teilnehmerkreis aus? Im Ausgangspunkt genauso, wie wir es bei der Aktiengesellschaft kennengelernt haben. Es ist eine Versammlung der Gesellschafter. Sie ist Ausdruck des Mitgliedschaftsrechts und dementsprechend ist sie im Ausgangspunkt mal nicht öffentlich. Das heißt, anwesend sein dürfen ausschließlich die Gesellschafter. Sie haben aufgrund ihrer Mitgliedschaft ein Recht auf Anwesenheit und im Grundsatz auch ein Recht auf Mitsprache, also ein Äußerungsrecht und natürlich das Stimmrecht. Es handelt sich dabei um persönliche Rechte, weil sie eben aus der Mitgliedschaft rühren. Und da wir anders als im Aktienrecht keine Vertretung geregelt haben, handelt es sich um persönliche Rechte, die ich grundsätzlich niemandem sonst durch eine gewillkürte Vertretung übertragen kann. Das heißt nicht, dass eine Vertretung absolut ausgeschlossen ist, sondern es ist so, dass man sich darüber einig ist, dass diese in der Satzung zugelassen werden kann. Und wenn die Vertretung geregelt ist bei der Stimmabgabe, dann ist damit automatisch auch umfasst, dass der Vertreter dann ein Anwesenheitsrecht hat, weil dies notwendig ist für die Stimmabgabe und eben auch das Äußerungsrecht. Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen auch hier wieder durch Satzungsbestimmung zugelassen werden. Bei einem obligatorischen Aufsichtsrat haben sie sogar ein gesetzliches Teilnahmerecht. Häufiger Streitpunkt in Gesellschafterversammlungen nach dem GmbH-Recht ist die Frage, ob ein Gesellschafter einen externen Berater mitbringen darf. Es geht dann häufig um Streitigkeiten unter den Gesellschaftern. Es kann dann mal sein, ein Rechtsanwalt, den ein Gesellschafter mitbringen möchte, um seine Rechtsposition zu verdeutlichen. Es kann aber auch sein, dass das zum Beispiel ein Wirtschaftsprüfer ist, wenn es um Fragen geht in einem bilanziellen Kontext. Hier ist es so, dass wir wieder beim Ausgangspunkt sind. Es ist eine nicht öffentliche Versammlung. Und dementsprechend gibt es kein gesetzliches Recht, einen externen Berater mitbringen zu dürfen. Es gibt auch keinen Vorsitzenden, der darüber entscheiden darf. Wir hatten gesagt, es gibt einen Vorsitzenden, den man bestellen kann, der die Ordnung hat und typischerweise eine entsprechende Niederschrift auch anfertigt. Aber er alleine hat nicht die Entscheidungskompetenz, diesen Grundsatz der Nichtöffentlichkeit quasi abzubedingen. Deshalb dürfen externe Berater nur mitgebracht werden und anwesend sein, wenn alle Gesellschafter zustimmen. Und das muss aber keine Zustimmungserklärung im förmlichen Sinne sein, sondern es reicht aus, wenn kein Gesellschafter widerspricht. Der Ablauf der Gesellschafterversammlung ist auch hier wieder deutlich weniger formalistisch als bei der Aktiengesellschaft. Wir haben eben diese personalistische Prägung, die sich dann zum Beispiel darin äußert, dass wir davon ausgehen, die Gesellschafter kennen sich untereinander oder der Kreis ist entsprechend klein, dass man sich persönlich vorstellt, sodass die Notwendigkeit zum Beispiel für ein Teilnehmerverzeichnis entfällt. Ansonsten wird der Ablauf bestimmt durch die Tagesordnung, denn sie stellt ja in der Terminologie des § 51 Absatz 2 GmbH-Gesetz den Zweck der Versammlung dar. Die Gegenstände, die auf der Tagesordnung stehen, bestimmt also grundsätzlich einmal derjenige, der die Versammlung einberuft. Er bestimmt darüber aber eben nicht notwendig alleine, sondern so wie es im Aktienrecht auch ein Minderheitsverlangen gibt, gibt es entsprechendes auch im GmbH-Recht. Geregelt finden wir das in 50 Absatz 2.
Es heißt dort, in gleicher Weise haben die Gesellschafter das Recht zu verlangen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung der Versammlung angekündigt werden. In gleicher Weise nimmt Bezug auf Absatz 1 und meint, wir brauchen also eine qualifizierte Minderheit, also Gesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens den 10. Teil des Stammkapitals entsprechen. Sie können da dieses Minderheitsverlangen stellen und von dem Einberufenden die Ankündigung weiterer Tagesordnungspunkte verlangen. Das ist die Regelung im 50 Absatz 2. Bitte passen Sie an der Stelle auf, der 51 Absatz 4 spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Warum? Was ist dort geregelt? Das Gleiche gilt in Bezug auf Beschlüsse über Gegenstände, welche nicht wenigstens 3 Tage vor der Versammlung, in der für die Berufung vorgeschriebene Weise angekündigt worden sind. Das Gleiche heißt, dass Beschlüsse nur, das Gleiche in Bezug nehmend auf Absatz 3, dass Beschlüsse nur gefasst werden können, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend und, wie Sie jetzt wissen, einverstanden sind. Ja? Also die Ankündigung muss rechtzeitig, mindestens 3 Tage vorher erfolgen. Wenn das nicht erfolgt ist, sondern wir Punkte haben, die zum Beispiel spontan in der Versammlung neu auftreten, dann ist eine Beschlussfassung darüber nicht ausgeschlossen, 51 Absatz 4, sondern Bezugnahme auf Absatz 3 heißt, wenn alle Gesellschafter anwesend und damit einverstanden sind, dann kann auch hierüber wieder Beschluss gefasst werden. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Einheit angekommen. Wir haben die ersten Punkte abgehandelt beim Thema Investor Ownership. Und ich darf Sie auf die 3 grundlegenden Entscheidungen im Aktienrecht verweisen, Holzmüller, Gelatine 1 und 2, sowie die Ausführungen zur Hauptversammlung und zur Gesellschafterversammlung in dem Lehrbuch Reiserfeilen. Darüber hinaus ist es so, dass wir inzwischen eine temporäre Gesetzgebung haben, die eine virtuelle Hauptversammlung erlaubt. Und hierüber habe ich mit Herrn Rechtsanwalt Berard gesprochen. Das Interview dazu finden Sie unter dem hier angegebenen Link. Genauso wie einzelne Literaturnachweise zu dem Thema der virtuellen Hauptversammlung. Dann darf ich Ihnen eine gute Restwoche wünschen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit der letzten Einheit des Wintersemesters. Dann zum Thema Investor Ownership Teil 2. Bis dahin, alles Gute.